Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 32, der Flohmarkt. Heute sprechen wir über das Thema Flohmarkt. Warst du schon einmal auf einem Flohmarkt? In Deutschland gibt es viele Flohmärkte. Besonders am Wochenende, speziell am Sonntag, kann man in Deutschland öfter Flohmärkte finden. Auf einem Flohmarkt verkaufen ganz normale Leute gebrauchte Dinge, die sie nicht mehr haben möchten und deshalb verkaufen. Das kann alles Mögliche sein, zum Beispiel Kleidung oder Bücher oder Geschirr. Auf einem Flohmarkt kann man wirklich fast alles finden. Manchmal gibt es auch Flohmärkte zu einem speziellen Thema. Zum Beispiel gibt es einen Antik-Flohmarkt. Dort kannst du alte Antiquitäten finden. Zum Beispiel eine Skulptur oder etwas aus Silber oder Gold. Vielleicht auch ein altes Gemälde. Viele Menschen gehen gerne auf einen Flohmarkt, aber sie wollen nichts kaufen. Sie wollen nur ein bisschen stöbern, also in den Sachen schauen. Ich stöbere auch manchmal gerne auf einem Flohmarkt. Wenn ich ein Schnäppchen sehe, dann kaufe ich vielleicht auch etwas. Auf einem Flohmarkt kannst du mit den Verkäufern auch um den Preis verhandeln. Du kannst versuchen, den Gegenstand oder das Produkt für einen niedrigeren Preis zu kaufen. Kannst du gut verhandeln? Wenn ja, dann kannst du in Deutschland auf einem Flohmarkt viele Schnäppchen machen. Das Konzept Flohmarkt finde ich sehr gut. Leute können Dinge verkaufen, die sie nicht mehr brauchen. Aber sie müssen die Sachen nicht wegschmeißen, sondern eine andere Person kann die Sachen für einen günstigen Preis kaufen und so haben beide Seiten etwas davon. Person A bekommt ein bisschen Geld für etwas, das sie nicht mehr braucht, und Person B kann etwas für einen günstigen Preis kaufen, was sie braucht, aber vielleicht nicht neu kaufen möchte. Das ist eine super Idee. Gibt es in deinem Land oder in deiner Stadt auch Flohmärkte? Gehst du gerne auf Flohmärkte?
Was war dein bestes Schnäppchen auf einem Flohmarkt? Schreibe es mir in die Kommentare. Neue Vokabeln. Flohmarkt. Flea Market. Gebraucht. Used. Alles Mögliche. All possible. Gemälde. Paintings. Stöbern. To browse. Schnäppchen. Bargain. Verkäufer. Seller. Verhandeln. To negotiate. Niedrig. Low. Wegschmeißen. To throw away. Brauchen. To need. Verkaufen. To sell. Hast du alles gut verstanden? Super! Wenn nicht, dann höre diese Episode einfach noch einmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening. I really hope you enjoyed that episode. Please give the thumbs up. Don't forget to subscribe my channel. Let me know your thoughts in the comment section, and I hope I can see you in the next episode. Tschüss und bis bald.